Bastelzeit heute. Bisschen anderes Setting hier. Ja, offensichtlich auf einer viel zu warmen Bahnhofstoilette. Denn ich habe hier eine kaputte, die ich mal ganz machen möchte. Und klang nach etwas, was eventuell auch mal für andere interessant sein könnte. Und zwar, die läuft dauerhaft. Das heißt also, jetzt gucken wir uns mal an, wie man denn da gucken kann, was die Ursache ist und was man dagegen tun kann. Denn sind wir realistisch, selbst wenn ihr zur Miete wohnt und das euer Vermieter sagt, der kümmert sich eher selten drum und ja, Handwerker zu bekommen ist halt schwierig. Eventuell kann man sich dann ja selber die Hände ein bisschen dreckig machen, um sich darum kümmern. Na gut, gucken wir erstmal, was das Problem ist. Und natürlich dann auch noch, hey, wenn wir schon da sind, wie klappt denn eigentlich so eine Klospülung? Okay, ich denke, man sieht schon die beiden Probleme. Nummer eins, das machen wir dann eventuell später, wenn es technisch funktioniert. Das wäre aber dann der erste Punkt. Und man sieht eventuell da unten, dass da ein bisschen was an Wasser läuft. Und das soll natürlich nicht sein. Das ist schlecht für die Wasserrechnung und wahrscheinlich auch alles andere. Ja, offensichtlich kommt das Wasser hier aus dem Spülkasten. Das heißt, um den sollten wir uns mal kümmern. Machen wir mal den Deckel auf und gucken, was wir da haben. Gut. Und auf den ersten Blick sieht man schon, dass es ein Problem nicht ist. Wir haben an der Stelle nämlich zwei Sachen, die dafür verantwortlich sein können. Entweder der Ablauf oder das Füllventil. Das Füllventil ist dafür da, dass hier entsprechend wieder Wasser reinkommt. Und wenn es auf einer gewissen Höhe ist, schaltet das ab. Das hier, das macht nach unten hin dicht, so lange bis das man hier drückt. Okay, soweit so gut. Warum kann ich jetzt schon sagen, dass es eins nicht ist? Naja, wir sehen ja hier in der Mitte ist dieses Rohr. Und wenn das Füllventil ein Problem hätte, also die ganze Zeit weiter Wasser hier in den Tank laufen würde, würde das hier oben drüber laufen und dann da unten durch weg. Dadurch, dass es jetzt hier nicht überläuft, kann ich also relativ sicher sein, dass das Problem hier das ist und nicht das Ventil. Können wir auch testen. Ich hier mal runterdrücke. Wo ist es? Na klar, da. Jetzt läuft Wasser und jetzt sehen wir, jetzt läuft es oben drüber. Wenn ich aufhöre, hört es dann entsprechend auf. Gut, wie gesagt, Technik gucken wir uns gleich auch noch an. Aber erstmal müssen wir jetzt rauskriegen, was wir dagegen tun können. Ich habe hier mal aus einer anderen ausgebaut, wie das Ganze aufgebaut ist. Und zwar ist das das hier. Wir sehen, das hier ist das, was wir oben sehen. Hier wird dran gezogen. Und hier unten, was haben wir denn hier? Offensichtlich eine Dichtung. Und ich gehe davon aus, die ist hier nicht mehr ganz dicht. Das heißt, also, das kriegen wir hin. Okay. Entweder die Dichtung wechseln, das ist am einfachsten. Die hier, die kann man einzeln kaufen, einfach wechseln, gut ist. Oder halt, ich habe jetzt hier einen kompletten, im Zweifel kommt der komplett rein. Ich wusste jetzt nicht, was das für eine Dichtungsgröße ist. Die sind zwar fast genormt, aber mal gucken. So, das Erste, was ich jetzt hier machen möchte, ist Wasser abdrehen. Es ist jetzt schwierig. Normalerweise ist hier am Ventil, da kann man abdrehen. Ich gucke mal, ob ich da was Passendes habe. Okay. Gucken, ob das noch funktioniert. Ne, der lässt sich nicht wirklich drehen. Das Ventil scheint nicht mehr in Ordnung zu sein. Dann machen wir die einfache Methode. Wir klemmen das hier einfach fest, damit der hier nicht runterfallen kann. Das ist nur ein Styroporblock, der ist nicht wirklich schwer. Da ein bisschen blockieren reicht. Dann ziehen wir mal ab. Also ohne Wasser arbeitet es sich halt besser. Und wenn wir uns gerade nochmal den anderen angucken, dann sehen wir hier, wenn wir von oben gucken, der hat hier diese Clips außen, die kann man entsprechend ausklippen und dann das Ding hier komplett rausholen. Das wäre jetzt mal hier der Plan. Also den hier sollten wir vielleicht vorher abbauen, diesen Hebel. Der macht nur, dass hier eine Bewegung nach unten drücken, in eine Bewegung nach oben ziehen, übersetzt wird. So, dann kann man hier so raus machen, hat man diese beiden Teile. Und dann hier unten den einmal raus. So. Und die Dichtung sieht aber eigentlich noch ganz gut aus. Die ist jetzt auch nicht. Eventuell einfach nur ein bisschen Dreck drauf. Dann putzen wir einfach mal durch. Eventuell, dass unten ein bisschen Kalk drauf sitzt auf der Gegenstelle. Mal einfach die Klobürste holen. Das hier ist eine neue. Den hier auch mal sauber machen.
seltsam, weil ich sehe nicht wirklich etwas, was problematisch ist. Normalerweise hätte ich jetzt erwartet, dass die Dichtung hier komplett porös ist, aber die ist noch fast wie neu. Naja. Ja, und hier nochmal ein Blick von oben. Da sehen wir da entsprechend hier diesen Käfig da, wo das einklippt. Und unten ist einfach nur eine flache weiße Scheibe. Einfach Hartplastik, wo dann die Dichtung gegendrückt. Joa, sehe nichts, was hier blockieren könnte. Dann bleibt uns wohl nicht anderes übrig, außer das wieder zusammenzubauen und zu hoffen, dass unser bisschen Putzen schon gereicht hat. Na gut. Dann rein damit wieder. So, der war so rum. Was wir jetzt noch machen können, natürlich, wäre mal einfach nur halb füllen. Und gucken, ob es dann auch läuft. Einfach nur nochmal, um nochmal sicher zu gehen, dass es wirklich unten ist und nicht irgendwas, was überläuft, auch wenn ich jetzt halt nichts gesehen habe. Okay, das reicht. Mal gucken, ob es jetzt noch wieder läuft. Ich würde sagen, das ist ein Nein. Ja, dann reicht offensichtlich ein Papiertuch manchmal auch, um so einen Fehler zu beheben. Na gut, das ging einfach. Ziehen wir mal hier wieder. Ja, sieht gut aus. Ja, voll. Läuft nichts. Ich denke, der Rest ist dann nur noch putzen. Bauen wir mal den Rest hier vom Klo wieder zusammen, dass das am Ende auch alles funktioniert. So rum. Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, welches das war. Ich glaube, der hier. Den hier durch, den hier oben rein. Und wo ist der Deckel? Der hier. Okay. Und falls ihr es nicht gesehen habt, hier ist extra nochmal so eine Ecke, die nach oben ein bisschen steht. Gerade raus hier. Ja, hier kann man sie jetzt sehen, diese Ecke hier. Und das ist, wenn man hier auf Stopp drückt, drückt er den hier einfach wieder runter, macht die Dichtung dicht. Und ja, so kann man dann hier früher stoppen lassen. Okay, dann, ich würde sagen, genug hiervon, gehen wir mal zur Theorie rüber. So, jetzt wollen wir natürlich auch noch wissen, wie der ganze Kram funktioniert, also rüber zum Theorieteil. Wie klappt eigentlich so eine Spülung bei einem WC? Da habe ich nie so wirklich drüber nachgedacht, aber wenn man mal sich das vor Augen führt, naja, da ist ja im Prinzip ein kompletter Programmablauf. Ding füllen, Ding ablassen, nachdem abgelassen ist, die Dichtungen wieder schließen und das Ganze offensichtlich mechanisch. Also gucken wir mal in diesen Spülkasten rein, was wir denn da haben. Hauptsächlich haben wir, wie schon eben erwähnt, zwei verschiedene Dinge. Wir haben links oben das sogenannte Füllventil oder Schwimmventil und wir haben in der Mitte der ganze Bereich, das ist das Spülventil oder auch Spülgarnitur, beziehungsweise was eigentlich heute wahrscheinlich nicht mehr so ganz zutrifft, aber man häufig auch noch hört, ist die sogenannte Heberglocke. Aktuell ist das ganze Ding im Ruhezustand, das heißt, es passiert nichts. Und dafür, dass nichts passiert, sind diese Dichtungen hier zuständig. Wir haben unten eine, die dichtet das Ganze nach unten ab, dass nichts Richtung Kloschüssel wegläuft. Und wir haben oben eine bei der Wasserzufuhr, die dafür sorgt, dass kein neues Wasser mehr nachläuft. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal bei der Wasserzufuhr an, also diesem Füllventil. Der Trick an der Stelle, das ist das blaue Ding. Das ist nämlich ein Schwimmer. Davon gibt es insgesamt drei Stück. Einen beim Einfüllventil und zwei Stück unten oder einen runden, je nachdem wie man es aufgebaut hat, bei dem Auslass. Wir konzentrieren uns jetzt, wie gesagt, auf die Füllung und was wir aktuell haben. Naja, wir haben ja das Wasser oben, da ist ein Wasser. Und diese Schwimmer, die sind im Prinzip wie eine Luftmatratze. Die wollen nach oben und auf der Wasseroberfläche schwimmen. Deswegen ist dieser blaue Kasten, den wir da sehen, nach oben gedrückt.
Und ne, an dem Stab hängt die Dichtung dran. Die Dichtung dichtet jetzt die Wasserzufuhr ab. Das ist jetzt natürlich vereinfacht. In der Praxis hat man da meistens noch so ein bisschen Umlenkung, um ein bisschen höhere Hebelwirkung hinzukriegen. Aber vom Konzept her sollte das für das Verständnis reichen. Wenn jetzt unser Wasserlevel sinkt, dann hat der Schwimmer entsprechend auch keinen Auftrieb mehr. Die Schwerkraft übernimmt, das Ganze geht nach unten. Und dadurch, dass die Dichtung jetzt nicht mehr oben auf das Loch gedrückt wird, fließt natürlich auch Wasser. Das heißt also, wir kriegen jetzt entsprechend von unserem Wassernetz Wasser, was in den Spülkasten reinläuft. Und wenig überraschend füllt er sich jetzt wieder, bis entsprechend das Schwimmventil wieder nach oben gedrückt ist und die Zufuhr wieder verschließt. Dieses Füllventil hat aber noch zwei Tricks auf Lager oder in Kombination zumindest. Der erste, das ist die Position, wenn wir uns das mal angucken. Dieses Loch, wo das Ganze liegt, das ist ja über dem Wasserlevel, was wir normalerweise haben, wenn wir voll gefüllt sind. Das ist auch Absicht. Der Hintergrund ist, naja, die Wasserzufuhr, die hängt ja quasi an eurem Hauswassernetz. Und ihr wollt mit Sicherheit nicht, dass wenn irgendwie der Druck im Hauswassernetz weg ist und irgendwas undicht ist, plötzlich Wasser aus eurem Spülkasten hier, was eventuell schon was länger stand, wo sich Bakterien drin gebildet haben, durch den Unterdruck dann wieder ins Wasserrohr gezogen wird und ihr plötzlich aus eurem Trinkwasserhahn da irgendeine Siffbrühe rausbekommt, die halt hier schon belastet ist. Deswegen ist die Stelle, wo das Wasser rausläuft, weiter oben angeordnet, dass da entsprechend nichts zurückfließen kann. Der zweite Trick, der geht nicht alleine, sondern der Trick, der geht schon eher in Richtung von dem Ding in der Mitte, dem Auslassventil. Und zwar ist das Auslassventil in der Mitte ja hohl. Das hat auch einen Grund. Wenn unser Füllventil nämlich undicht ist und das Wasserlevel immer weiter steigt, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo es über diesem Rohr ist und dann fließt es durch das Rohr ab. Das heißt also, wir haben an dieser Stelle einen Überlauf, der dafür sorgt, dass, wenn da zu viel Wasser nachläuft, das Ganze geordnet durch die Kloschüssel in den Ausguss läuft und nicht irgendwie euer Badezimmer unter Wasser setzt oder sonstige Dinge macht. Der ist auch ein bisschen tiefer angeordnet als die Wasserzufuhr. Das heißt also, auch wenn der da beteiligt ist, ist die Sicherheit fürs Wassernetz da immer noch gegeben. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, wie kommt das Wasser da raus und wie wird dafür gesorgt, dass es aktuell nicht rauskommt? Denn wir haben ja diese Schwimmer da und die wollen ja jetzt schon das Ganze nach oben drücken, dieses ganze Rohrgebilde, ne? Ja, der Trick ist unten die Dichtung. Die macht aktuell ja zu, sodass kein Wasser runterlaufen kann. Das führt jetzt dazu, dass von oben dieses ganze Wasser nach unten drückt, weil Schwerkraft und so weiter. Und das drückt quasi die Dichtung fest an diesen Auslass ran. Und dieser Druck, der ist höher als die Auftriebskraft von diesen Schwimmern. Deswegen bleibt das Ding aktuell zu. Wenn wir jetzt spülen wollen, dann drücken wir entsprechend den Hebel und der macht nichts anderes, als das Rohr einmal nach oben zu heben. Okay, but no. Naja, wir haben mit dem Rohr natürlich auch die Dichtung unten hochgehoben und das Wasser fließt jetzt da unten entsprechend Richtung Schüssel ab. Jetzt haben wir aber auch nicht mehr diesen Effekt, dass das ganze Wasser die Dichtung nach unten drückt, weil ja, im Prinzip ist ja oberhalb und unterhalb der Dichtung überall Wasser. Wir haben zwar ein bisschen Sog, aber das ist viel weniger als so ein kompletter Wasserkasten, der auf die Dichtung drückt. Und ja, dieses Gewicht, das können die Schwimmer jetzt oben halten. Das heißt also, unser Wasser fließt jetzt weiter weg und weiter weg und weiter weg. Und jetzt? Nun, irgendwann kommt man an den Punkt, wo das Wasserlevel auf einem Bereich angekommen ist, wo die Schwimmer ja eigentlich runtergehen müssten, oder? Ja, tun sie auch, aber ein bisschen verzögert. Denn die Schwimmer, die sitzen sozusagen in einer kleinen Wanne. Die ist nach oben im Prinzip offen, nach unten auch, aber da gibt es nur ein kleines Löschelchen. Das heißt, da fließt das Wasser nur langsam raus. Das heißt, wir haben im Prinzip so eine Art wassermechanische, hydromechanische Verzögerung da eingebaut. Die sorgt dafür, dass da immer noch ein bisschen Auftrieb ist, auch wenn das äußere Wasserlevel immer weiter sinkt. Irgendwann ist aber natürlich auch das Wasser weggelaufen. Die Schwimmer haben dann keinen Auftrieb mehr. Das ganze Rohr geht nach unten. Unten dichtet es wieder ab. Und dadurch, dass ja auch Wasser nachläuft, wird der Anpressdruck dann auch immer größer, so wie am Anfang auch. So, das ist jetzt wie gesagt alles vereinfacht. Es gibt da natürlich noch viel komplexere Sachen. Eben hatten wir zum Beispiel gesehen, einer von diesen Spülungen hat einen Spülstopp, wo man vorzeitig aufhören kann zu spülen. Das macht im Prinzip nichts anderes, als das Rohr schon mal vorab nach unten zu drücken. Und ja, dann sind wir wieder beim Ausgangszustand, Dichtung und von oben kommt der Druck.
Neuere Toiletten, die haben teilweise dann auch eine Funktion, dass man zum Beispiel zwei Tasten hat, eine für wenig Wasser, eine für viel Wasser. Da gibt es verschiedene Techniken, wie man das umsetzen kann, zum Beispiel indem man unten diese Auslasslöcher von den Schwimmern größer oder kleiner macht. Aber wie gesagt, uns reicht erstmal das Grundprinzip und ich würde sagen, das kennen wir jetzt. Das heißt, wir wissen jetzt, wie so ein Spülkasten funktioniert, haben ein paar Sachen gesehen, die üblicherweise kaputt gehen und wie man sie reparieren kann. Hauptsächlich also die entsprechenden Dichtungen mal kontrollieren und gegebenenfalls reinigen oder tauschen. Natürlich mit der Auflagefläche. Und ja, auch in meinem Fall hat es halt funktioniert. Und nachdem inzwischen, glaube ich, dreimal drüber geputzt wurde, kann man sogar fast wieder sagen, dass das Ding benutzbar ist. Zumindest dafür, dass es lange Zeit rumstand, ist es, denke ich, akzeptabel. So oder so, technisch tut das Ganze auf jeden Fall, was es soll.